Wir sind in einer der schwersten Krisen der Partei, sagt der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Bartsch, allein mit Blick auf die schlechten Wahlergebnisse. Gestern dann der überraschende Rücktritt der Co-Vorsitzenden Hennig Welsow, unter anderem wegen Vorwürfen des Sexismus und Machtmissbrauchs in den eigenen Reihen. Der Bundesvorstand hat nun Aufklärung angekündigt. Janine Wissler bleibt vorerst allein an der linken Spitze. Sie soll von sexualisierten Übergriffen im Landesverband Hessen gewusst haben. Lange wurde debattiert, digital, eine Krisenschalte des linken Vorstandes, gestern fast bis in die Nacht hinein. Am Ende steht die Entscheidung. Janine Wissler macht allein an der Spitze der Linken weiter, zumindest bis zum Parteitag im Juni. Wir sind dafür da, Druck zu machen gegen die Ampelkoalition. Und dafür brauchen wir politische Entscheidungen, die wir auf dem Bundesparteitag treffen würden. Und dafür brauchen wir auch eine starke Parteivorsitzende. Das hat der Parteivorstand so gesehen und ja einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Der Rücktritt von Wisslers Co-Vorsitzenden Hennig Welsow hat die Linke kalt erwischt. Schriftlich begründete sie, wir haben zu wenig von dem geliefert, was wir versprochen haben. Ein weiterer Grund, der Umgang mit Sexismusvorwürfen in der Linken, die am Wochenende bekannt wurden. Und vor allem den Landesverband Hessen, also den von Janine Wissler betreffen. Auch das Thema im Bundesvorstand gestern. Jetzt sollen unabhängige Berater die Fälle aufklären. Auch der Hessische Landesverband äußerte sich dazu am Vormittag. Wir brauchen in der Partei einen Lernprozess, einen tiefgreifenden Kulturwandel, eine Kultur des Hinschauens, des solidarischen Aufarbeitens. Hat womöglich nicht nur der Hessische Landesverband, sondern auch die Bundespartei ein Sexismusproblem? Wir haben offensichtlich auf diesem Feld Probleme, die müssen struktureller Natur sein. Und das gilt es aufzuarbeiten und Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Linke in der Krise, Janine Wissler, nun allein an der Spitze der Partei, hat sich bisher nicht geäußert. Die Linke in der Krise, das vertiefen wir nun mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland von der Uni Jena. Guten Tag. Guten Tag. Sie beobachten die Linke schon etwas länger, haben auch über die Partei publiziert. Hat man die Zerrüttung aktuell schon länger kommen sehen? Nein, in der Form nicht. Das schlechte Wahlergebnis war natürlich entscheidend dafür, dass die im Moment so in der Krise sind. Und das war nicht unbedingt in der Form, dass sie nur noch durch die Direktmandate überhaupt in den Bundestag einziehen, vorher zu erwarten gewesen. Also insofern voraussehbar war das nicht unbedingt. Ein schlechtes Bundestagswahlergebnis, nun Berichte über sexuelle Übergriffe und ein überraschender Rücktritt. Stabilität sieht ja eigentlich anders aus. Was müsste nun passieren, damit die Partei nicht ihre, ich sag mal, Existenzberechtigung aus Sicht der Wählerinnen und Wähler verliert? Ja, das ist so eine Frage, was die Zukunft betrifft. Das ist immer schwierig zu beantworten. Die Partei muss sich, wie Frau Hennig-Welsow so anmahnt, personell neu aufstellen. Aber das ist ja die große Schwierigkeit. Denn letztendlich war sie ja eines der neuen Gesichter, mit denen die Partei angetreten ist. Und andere drängen sich jetzt im Moment nicht gerade auf. Und in der Politik, insbesondere wenn es um Wahlen geht, ist der Faktor Mensch, ist der Faktor Person, die für eine Partei und für eine Position steht, eben sehr, sehr wichtig. Und insofern hat die Linke ein großes Problem. Und im Moment sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie sie das lösen will. Ja, Schlagwort personelle Neuaufstellung. Kann Janine Wissler denn als alleinige Führungskraft die Partei aus der Krise holen? Ehrlich gesagt eher unwahrscheinlich, denn im Moment ist sie ja mit am stärksten betroffen. Frau Hennig-Welsow hat die Vorfälle in Hessen mit angeführt für die Begründung ihres Rücktritts, was ja ganz unlogisch ist, denn es wäre eigentlich eher ein Grund für ihre Mitvorsitzende zurückzutreten. Diese Dinge, in die sie ja teilweise über Personen auch sehr direkt involviert ist, werden sie sicher noch einholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alleine die Parteivorsitzende bleiben wird. Eher ist die Frage, ob sie überhaupt über Juni hinaus Parteivorsitzende bleiben wird. Die Linke hat neben sozialer Gerechtigkeit auf Klimaschutz gesetzt. Und das ist ja aber auch Thema der Grünen. Was sind denn die Themen, die die Linke für sich besetzen könnte? Das ist genau eines der inhaltlichen Probleme, warum sie auch bei der Wahl so schlecht ausgesehen hat. Die Partei übernimmt Positionen von anderen Parteien, insbesondere von den Grünen, in etwas radikalisierter Form, für die im Moment aber offenbar kein Bedarf in der Wählerschaft vorhanden ist.
Und eigenständiges Profil hat die Linke immer dann entwickelt, wenn sozusagen die SPD sich unbeliebt gemacht hat bei den Wählern oder auch die Grünen etwa, wenn es um in den 2000er Jahren um Beteiligung an militärischen Aktionen ging. Und hat sozusagen auf der linken Seite eine Opposition dargestellt. Das ist im Moment gerade auch unter den Bedingungen, weil wir ja gerade eben gesehen haben vom Ukraine-Krieg, sehr schwer darstellbar und kommt nicht sehr plausibel rüber. Und insofern hat die Linke eben nicht nur ein personelles, sondern auch ein inhaltliches Problem, überhaupt noch wieder Profil zu gewinnen. Nun stehen ja auch Wahlen auf Landesebene an, beispielsweise in Schleswig-Holstein. Wie sind da Ihre Prognosen, was den Erfolg oder Nichterfolg der Linken betrifft? In den westlichen Bundesländern hat die Linke ja ohnehin nicht so hohe Wahlergebnisse erzielt wie in manchen ostdeutschen Bundesländern. Auch da sind die Wahlergebnisse eher rückläufig. Unter diesen Bedingungen, unter diesen Vorzeichen ist es sehr, sehr schwer. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, wer das Gesicht der Linken in Schleswig-Holstein ist. Denn wie gesagt, Personen spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich weiß nicht, ob die Linke dort charismatische Führungspersonen hat, wie sie beispielsweise die Grünen lange hatten mit dem jetzigen Wirtschaftsminister Habeck. Also insofern die Frage kann ich nicht wirklich beantworten, aber ich vermute mal, dass es sehr, sehr schwierig wird für die Linke auch dort. Zur Krise der Linkspartei, Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland von der Uni Jena. Herzlichen Dank. Sehr gerne.